Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, unsere erste kleine Sommerpause ist vorbei. Wir haben erstmal ausgiebig Urlaub gemacht, waren seit 3 Jahren erstmals wieder am Gardasee. Ja, wie ihr seht, der Alltag hat uns wieder schneller eingeholt, als wir geplant hatten. Wir machen heute ein Filet Mac and Cheese. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. So, hier sind die Zutaten für unser Filet Mac Cheese. Wir haben hier erstmal ein Schweinefilet, da haben wir schon eine Tasche reingeschnitten. Da haben wir Macaroni. Wir brauchen einen Barbecue-Rub, wir haben Magic Dust genommen. Eine Grillsoße, da nehmen wir natürlich unsere hausgemachte. Dann Käse, wir nehmen Emmentaler und Bacon brauchen wir noch. So, wir fangen jetzt erstmal an, die Macaroni zu kochen. Ja, und während unsere Macaroni kochen, hat Anne schon mal ein Beckennetz ausgelegt. Jetzt kriegt unser Filet rundherum den Barbecue Rub, also in diesem Fall das Magic Dust. So, jetzt fangen wir an, unser Filet zu füllen. Wir fangen erstmal mit Käse an. Dann haben wir unsere Macaroni schon mal zugeschnitten, damit sie auch ins, ja. Aber gerade so. Ja, ich passt. Stopp da einfach und dann ist gut. So. Passt ganz gut, denke ich, ne? Naja. So, wie kriegen wir es dazu? Muss da jetzt noch mal Käse drauf? Jetzt eigentlich noch mal Käse drauf. Und dann mit Zahnstocher oder nur mit dem Netz? Eigentlich nur mit dem Beckennetz. Okay. Wenn es nicht hält, können wir ja immer noch mit Zahnstocher fixieren. Warte. Es ist wieder, Herr Kühne filmt und Frau Kühne macht. Oh, ätzend. So, jetzt so. Unser Beckennetz rüber. Du musst aber, wenn du das auf dem Grill hast, dann musst du... Die Seite ist auf jeden Fall offen. Hm. Da sind ja noch zwei Scheiben, da können wir ja noch mal. Ah, oh, das sieht doch gut aus. So. Ja, unseren Grill habe ich jetzt auf ca. 170 Grad vorgeheizt. So. Unser Filet habe ich auf eine Kirschholzplanke getan. Da geht es jetzt bei indirekter Hitze erstmal, ich denke mal, mindestens 30 Minuten rein. Wir peilen eine Kerntemperatur von ca. 70 Grad an. Ja, und dann melden wir uns wieder. Ja, Freunde, nach ca. 40 Minuten haben wir eine Kerntemperatur von 65 Grad erreicht. Jetzt bestreichen wir unser gutes Filet mit unserer hausgemachten Barbecue-Soße, damit es noch eine schöne Glaze gibt. Dann denke ich mal, nach 10 Minuten können wir dann anschneiden. Meinst du dann nicht nochmal drüber streichen? Ja, mal gucken, aber ich denke, einmal reicht. Okay. Mal gucken, wie es aussieht dann. So, nach 7-8 Minuten haben wir uns auch noch mal entschlossen, noch eine zweite Glaze aufzutragen. Ich habe ihn überzeugt. Ja. Ich denke mal, nach 5 Minuten nehmen wir das gute Stück runter. So, und dann, denke ich mal, schneiden wir an, oder? Ich denke auch. So. Suppi. Ja, kurzes Fazit, heftig, aber lecker. Nach meinem Geschmack hätte es ein bisschen mehr Käse sein dürfen, aber ich glaube, das bleibt jedem selbst überlassen. Ob mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Ja, wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar.
Über ein Abo würden wir uns immer sehr gerne freuen. Könnt ihr immer unten rechts machen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag noch und tschüss. Kühnes Kochkanal.